hier spermaschluckenden, schwanzgeilen Fußfetischisten, der schon mal schwitzende Füße abgelegt. Dann wird's Zeit. So, wunderschönen guten Tag. Hier ist Micha, wir haben Sonntag. Ich bin total verpennt, es ist früh. Es ist gerade die Sonne aufgegangen. Ich hatte eine lange Nacht, ich konnte nicht viel schlafen. Sagen wir so. Ja, boah, ich habe so neues Mundwasser. Das schmeckt wie reingeschissen, ist total widerlich. Und ganz rot. Und willkommen zum großen Tütensuppentest. Groß kann man nicht sagen, aber ich habe immer einfach mal eine Schale Tütensuppen besorgt. Und die werden wir jetzt mal geschmacklich durchtesten. Dieser Test wird natürlich wieder lang gehen. Ich entschuldige mich auch für schlechte Schnitte. Mein Arbeitsgerät vom Geschneide ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich diesen uralt iMac da stehen und muss die Videos mit dem alten Ding mit älterer Software schneiden, weil die neue auf der Kiste einfach nicht mehr läuft. Aber gut, also zuerst. Punkt 1. Was ist eine Tütensuppe? Keine Dosensuppe. Siehst du in einer Tüte. Was ist es? Pulver. Was wird preis-leistungstechnisch dann sein? Was ist preis-leistungstechnisch? Was wird der Geschmack zum Thema Preis sagen? Und was wird die Marke gegen das Billigprodukt sein? Wir haben einmal von Markenfirmen haben wir Suppen, die wir im Billigsortiment nicht bekommen. Da haben wir nämlich zum Beispiel einmal die Knorr-Broccoli-Cremesuppe. Einmal die Knorr-Waldpilzcreme, das ekelt mich jetzt schon. Und die Maggi-Spargelcremesuppe, die werden jetzt nochmal äußerst von außen verurteilt. Wir werden einfach das ein bisschen Punktesystem machen und dann haben wir noch diesen kleinen Beutel, kleinen Stückbeutel. Und zwar geben wir hier noch den Test günstig gegen Marke an. Und zwar Maggi, weil Maggi schreibt sich auf die Fahne, die beste Marke für sowas zu sein. Und zwar haben wir einmal von Maggi und in günstig die Zwiebelsuppe. Ahoi. Dann haben wir hier die, Entschuldigung, ich habe eine noch an der Seite. Ich bin so ein Glücksmann, ich habe nicht aufgepasst. Ja, genau. Hiervon habe ich sogar drei. Auch die Kamera ist zu nah. Einmal Hühnersuppe. Und dann haben wir einmal, und darauf freue ich mich, weil ich stehe da ja, da kriege ich ja einen harten bis abends um 7. Einmal günstig und einmal teuer, die wunderschöne Tomatensuppe. Weil der Billigmarke zum Beispiel mit Reis, muss man auch weniger Pulver fallen, oder bei Maggi die Tomatensuppe einfach gut mit sonnengereiften Tomaten. Können wir loslegen? Wir können loslegen. 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 Wir starten ja mit den drei wunderschönen Waldpilzcreme. Ich könnte kotzen. Brokkoli-Creme ist eigentlich, glaube ich, ganz lecker. Und Spargelcreme. Ja, jetzt gönnen wir unserem Körper mal was richtig Gutes und machen uns hier mal so richtig leckere Süppchen fertig. Die Süppchen betragen sich immer auf zwei Tellerchen. Das heißt 500 Milliliterchen. Was ich komisch finde, mag sein, dass alle Typen eine Beschichtung haben, aber komischerweise sind die von Knorr immer von außen nochmal eine extra Plastik gewechselt und alle anderen nicht. Das finde ich ein bisschen komisch, aber können wir mitnehmen. Bin natürlich noch vorbereitet mit einer Menge Scheiße. Jetzt muss ich ein bisschen schnell machen. Was ist das hier nichts? Waldpilz, das mit dem Waldpilz. Riecht einfach natürlich wieder alles nur nach Chemie. Die haben alle so ziemlich dieselbe Anleitung, 5 Minuten köcheln. Derzeit haben wir noch ein bisschen, bin ich bescheuert, warum schmeiße ich den weg? Da haben wir noch was Kurzes zu schnacken über das Thema selbst. Scheiße, was habe ich woran getan? Schmeckt man nachher, oder? Schmeckt man. So, ganz einfach. Ich habe, warum ich einen großen Topf habe, warum es hier nicht heiß, warum ich einen großen Topf habe, ist ganz einfach erklärt. Ob ich einen großen habe, ist ganz einfach geklärt. Ich habe nur zwei kleine. So, jetzt rühren wir das auch schön. Immer mit demselben Schneebesen, damit das geschmacklich nachher schmeckt wie Karl Arscherbrust herunter. Und dann 5 Minuten köcheln. Ja, was hier oben ist, ein Hähnchen dazwischen. So, Nudelkiss-Stücke oder. Nee, das sind so Stücke, ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben hier Spargelcremesuppe. Die ist von Maggi. Da erwarten uns dann wunderschöne 40 Kalorien auf 100 Milliliter. Also 200 auf 500 Milliliter. Wir haben hier das wunderschöne Maggi-Produkt.
der Topf hier kocht am schnellsten möglicherweise. Also, nochmal zurück zum Thema. Hier haben wir unsere Spargelcreme, hier haben wir unsere Brokkolicreme und ja, oha, oha, jetzt kocht das hoch. Und hier haben wir unsere Waldpilzcreme Suppe. Ich lege das mal so zur Seite, damit wir uns das mal ansehen können. So, noch zum Thema Tütensuppe. Einfacher Genuss, schnell gemacht. Wir gehen dann noch mehrere Suppen durch. Muss man hier kurz gucken, dass ich die Suppen dann einmal runterstelle, damit sie mir nicht überkochen. Die müssen ja noch so leicht vor sich hin sind, ein paar Minuten. Und beim ersten Mal Suppe machen, haben wir kurz die Zeit, auf was einzugehen. Und dann gucken wir, was so unten. Das gibt's doch. Guck das mal an, wie hoch das geht. Ich weiß nicht wieso, weil. So. Ganz einfach. Aber wir haben eine sehr gute Cremigkeit erreicht. Da können wir nicht meckern. Bei der Brokkoli hören wir durch. Die Konsistenz ist ein bisschen dünner. Die Waldpilzcreme ist auch okay. Das kocht sogar weiter hoch. Aber nur diese Scheiße hier. Ich verstehe noch nicht wieso. Die Platte ist schon an dem Tisch schon länger ausgedrückt jetzt. Ist die scheiß Luft da drin. Ich werde sie auch ein Stück vom Herdchen ziehen. Das Problem noch nicht mehr da ist. So, wir haben ja jetzt, wie gesagt, die brauchen wir kurz zum Köcheln. Ab dem zweiten Video sind wir bei den fertigen Suppen dabei. Brauchen wir jetzt einmal drei Teller und dann zweimal drei Köpfe. Und dann nochmal drei und dann zweimal zwei. Ich habe aber nichts gegessen, geht schon gut. Also, starten wir mal los. Ich muss die Platte scheiße wieder zurückstellen. Und zwar starten wir schon mal mit der für mich wahrscheinlich nicht leckerste Suppe. Denn das Problem ist, dass wir hier, und jetzt mal im Ernst, wenn da steht 5 bis 10, 5 bis 8 Minuten köcheln, meint ihr, das schmeckt besser? Wenn ihr das nicht so richtig einreduzieren lasst, dann wird die besser. Das glaubst du selber nicht, schmeckt aber gleich der Rotz. Die Bindung ist da, aber die Bindung kommt beim Kochen auf, nicht danach. So, wir starten mit der Waldpilz-Cremesuppe. Der Marke Knorr, Konsistenz ist, ja, ist okay, ne? Kann man sich geben, ist okay. Das wird wieder eine schöne Schwanerei hier. Das wird wieder eine schöne Schwanerei. Ich hätte mir eine andere Kette nehmen sollen, oder? Nein. Also, vom Ansehen her, ist okay. Ist okay. Ich weiß nicht, wie ich jetzt die Frage, da ich Pilze sowieso nicht mag. Was schmeckt denn der Rutz jetzt hier? Also das ist jetzt hier so ein typisches Sonntag, Nachmittag, Süppchen. Ja, gar nicht so schlecht. Ich mag Pilzscheiß gar nicht, aber ja. Also wir haben diese 0815-Creme-Konsistenz drin. Das ist alles okay. Geschmacklich ist die, verwundert mich etwas. Ist die gar nicht so schlecht. Also sie ist jetzt auch. Sie ist jetzt auch hier so ein bisschen kälter, wird dann noch ein bisschen dicker, ein bisschen cremiger. Schönerweise. Sie gaukelt aber auch Frische vor. Man hat so das Gefühl, man schmeckt Schnittlauch, der natürlich gar nicht da ist. Allerdings gibt es hier gar nichts zu meckern. Wir reden ja von Geschmack, aber gleichzeitig reden wir auch von der Preisfrage. Eine Spargelcremesuppe bekommt man auch günstig. Von der Billigmarke, allerdings nicht so wirklich in Tüte, sondern, jetzt habe ich die Tüte irgendwie, in solchen kleinen Dingern. Und das hier ist keine, das gilt nicht als Tütensuppe, sowas gilt als Instant-Suppe. Ob mit oder ohne Nudeln ist egal. Auch die kleinen Tüten, die heißen Tassen, die gelten nicht als Suppe im Eigentlichen, die gelten als Instant. Das habe ich vergessen. Ja, diese Dinger hier auch mit Nudeln kriegt, ne? Also es ist nicht sowas hier, aber es ist so ähnlich. Also es ist nicht richtig als Suppe anzuerkennen, finde ich jetzt. Also geschmacklich können wir sagen, Pilze ist jetzt wiederum, eigentlich aber auch auf anderen Seite wie immer, gewöhnungsbedürftig für die meisten. Man greift eigentlich mal auf das zu, was man so gerne isst. Dafür ist die aber ganz lecker und man kann sich eigentlich gar nicht beschweren. Das ist aber okay, damit kann ich leben. Kein Pilzfan, aber vollkommen okay.
können wir hier mal weitergehen und kommen zur... Ich muss sagen, das hat so ein... Es hat auch noch so einen Touch. Ja, also, ich frage mich gar nicht, was das hier ist. Frühlingszwiebeln, Pfifferlinge, Weißweinextrakt. Ja, man hat so diesen ganz leichten, wenn du was mit Weißwein machst, zum Beispiel auch Ablösch etc. Dieser Geschmack ist mit drin. Den habe ich reingekriegt. Kann man nicht meckern. Geschmacklich liegen die Tüten bei uns im Moment, sind im Angebot für lass mich nicht lügen, für 69 Cent im Angebot, Knorr, Maggi und die Günstigmarken, wenn wir hier unsere Penny zum Beispiel, Aromico, die liegen bei uns im Moment bei 39 Cent. Also wir sind, wenn wir gleich den Markenvergleich noch dazu geben, sind wir hier immer bei der Hälfte. Und die Frage ist, was wird die Hälfte heißen? Natürlich sind auch bei Knorr ganz viele Sachen drin, allerdings ist es Pulver. Ja? Zutaten, das erste, Palm- und Sonnenblumenöl. Stärke, Weizenmehl, jodiertes Salz, Hefeextrakt, Gerüst. Und dann fangen so ganz, ganz, ganz klein, so geröstete Zwiebeln, Maltodextrin, Zucker, Glucose, Sirup, Zucker, Kurkuma, Pfeffer, Knoblauch. Oh, klasse, Knoblauch drin. Das wollte ich mal nehmen. Sobald die ein bisschen abkühlt, wird die irgendwie ein bisschen lederig. Ja. Okay. Aber für, sagen wir mal, halt ein Pilzgericht. Gerade, also Leute, die Pilze mögen, die werden eine heidene Freude daran haben. Glaube ich. Okay. Aber wenn ihr jetzt mal rechnet, ihr habt einen halben Liter Suppe. Nicht vergessen. Wir haben hier nicht ein Tässchen oder was. Wir haben hier natürlich sofort einen halben Liter. So, das ist Punkt 1. Ja. Und wenn ich so rechne, so geschmacklich, kommt so eine Billigsuppe da wirklich nicht annähernd dran. Also, wenn wir zum Beispiel so eine Dosensuppe oder so nehmen, die kommt da praktisch mal gar nicht ran. Unsere Konsistenz bei der Spargelcremesuppe ist so eine Art Spargelcremesuppe und irgendwelche Sperrfäden, die man von... Jetzt hätte ich fast wieder das Falsches gesagt. Die ist von Maggi, ja, da hat ein Knorr-Produkt. Die Sache ist, Maggi ist ja die Firma, die sich ganz groß auf die Fahnen schreibt, dass die... Wie hausgemacht, ne? Wie noch von der Mutti, 4 Stunden geknödelt im Ofen. Und dann gucken wir uns mal die Spargelsuppe an, die Brokkolisuppe kenne ich, aber wenn, dann muss man das ja auch im Ganzen probieren. So, gucken wir mal. Ja, Konsistenz ist etwas schleimig. Scheiß Delling am Bein. Ups. Ja, die Spargelcreme ist irgendwie viel dezenter. Also wenn jetzt im Gegensatz dazu hier diese Pilzcreme hast, die ist geschmacklich mal doppelt so intensiv. Das liegt aber an Knoblauch und Zwiebeln. Soweit ich mich erinnere. Da vertue ich mich, glaube ich, auch gar nicht. Ja. Spargelcreme ist jetzt viel dezenter. Wir haben ja auch so kleine, seht ihr diese kleinen Wichsflecken hier? Das sind so Spargelstückchen. Aber die Suppe ist schon mal viel, viel dezenter geworden. Frisch, spargelig, aber lasch. Also hier fehlt es irgendwie so im Ganzen, fehlt es einfach so. Ne? Hier wird ja auch angepriesen mit Petersilie und allem. Schmeckt ihn nicht. Also schmeckt hier kein Petersilie, nichts. Und das liegt nicht an meinem Gaumen. Ich schmecke hier in der Richtung gar nicht. Wenn ich jetzt allerdings hier mal die Salzkelle drüber schwelle, wird es auch nicht viel bringen. Selbst wenn ich hier Salz drüber klemmst, wird das keinen großen Unterschied machen. Nein. Durch das Salz kommt noch ein bisschen intensiver der Spargel durch, das ist okay, aber mehr nicht. Ist ein bisschen schade, das ist wirklich lasch, kostet ja auch dasselbe wie das andere Produkt, aber also das ist definitiv nicht so meine Baustelle. Da haben wir unsere wunderschöne Brokkolisuppe, wo ich mir hier in, theoretisch, mir rutscht immer dieses blöde T-Shirt, deswegen ziehe ich das nie an. Das Ding. Da hat sich schon irgendwie oben drauf ein Film gezogen, komischerweise, so schnell vor allem. Vielleicht sitze ich auch schon 10 Minuten, aber kann ja nicht sein. Wir haben hier schon mal eine schöne, wunderschöne, grüne, intensive Farbe. Ja, haben wir auch natürlich ein Brokkoli-Röschen und natürlich so Stippen drin. Sieht soweit okay aus.
Guck mal, wie schnell das eigentlich schon. Oh Gott. Ja, genau, ich meine, es geht schneller durch. Das sieht alles sehr nett aus. Ne? Das sieht alles. Ich muss hier. Ich habe hier nicht so. Aha! Das Mikrowelle einfacher. Ja, wir haben hier Brokkoli. Ja, ist zart, aber schmeckt nach nichts mehr. Aber das liegt da eigentlich eher dran, dass das dann. Ey, wie verklemmt sich das T-Shirt in meiner Hose? Dass es dann in die Suppe übergeht, aber das Problem. Auch hier. Dass der Brokkoli. Geschmack ist zwar da, man hat da so eine leichte Pfeffernote. Das nennt sich dann Feinschmecker, wenn es dann nicht schmeckt. Weil das ist ja mit nachhaltig angebauten Brokkoli gemacht, natürlich ohne Geschmacksverstärker, Konservierungsstoff etc. Da ist der Unterschied. Knorrt jetzt ihre Waldpilz, Suppe. Intensiv durch Gewürze. Aber ihre Brokkoli-Cremesuppe hat genau diese Würze, die genauso da sein müsste wie bei dem anderen, nicht. Das ist jetzt das Problem. Was ich aber lustig finde, dass sie sich dann immer ganz dick mit ihren keine Zusatzstoffe aufs Hemd schreiben. Und sobald du da hinten aufguckst, wir so in die Inhaltsstoffe gucken, da sehen wir ganz schnell Palmölstärke, Hefeextrakt. Ist nicht offiziell als Geschmacksverstärker eingestuft, aber genau das ist das Problem. Es sind Alternativstoffe drin, die schmecken nicht, dann tust du einen Geschmacksverstärker rein. Ja, aber um Geschmack zu verstärken, muss ja erstmal generell schon mal ein guter Geschmack drin sein. Wenn der fehlt, kannst du verstärken, was du willst. Dann kann ich auch hier dieses Glas Brühe nehmen und mir in den Mund schieben. Und ein bisschen heißes Wasser nachgeben. Wie Mr. B mit seinem Kaffeepulver. Da kommen wir nämlich immer auf dieselbe Scheiße raus. Das bringt uns gar nichts. Also diese Brokkoli-Kacke hier, ich weiß nicht, Brokkoli-Juristin drin und so, okay. Aber die... Auch wenn ich mir so eine dicke Schuppe da reinhaue, es schmeckt nach Brokkoli, es ist cremig, aber da ist einfach nicht so die Verbundenheit da, die ich brauche. Das ist nicht so der Geschmack da, den ich brauche. Ich will intensiven Geschmack wie bei dieser Waldpilzwichse. Weißt du, wenn das so ist, dass du am liebsten den Topf nimmst und sofort direkt aus dem Topf. Heiß. Ne? Also, das haben wir gar nicht. Okay, aber wir haben jetzt hier unsere verschiedenen Produkte. Also, Brokkoli, Tick zu lasch, ja. Maggi, wenn die so bei dieser Laschheit bleiben, haben wir ein Problem. Spargelcremesuppe ist, sagen wir mal, ist vollkommen okay. Mit dem Geld müsst ihr zusammenrechnen, dafür könnt ihr euch schon eine Dose Kartoffelsuppe billig kaufen. Und die schmecken immer. Oder massen Liter Maggi rein. Spargelcreme ist okay. Die Brokkolicreme ist, ehrlich gesagt, halt durchgefallen. Und die Waldpilz ist gut. Jetzt müssen wir noch Punkte vergeben, da wir natürlich aber beim teuren sind, ziehe ich immer 2 Punkte ab. Das heißt, wir können maximal 8 von 10 geben. Wir müssen dem günstigen ja noch gerecht werden. Und ich muss gleich kotzen. Oha, der Brokkoli. Also, der Waldpilz-Cremesuppe, der können wir wirklich die 7 von 10 zulassen. Ich sollte das nachher noch zusammenfassen, wenn ich es hinkriege. Schreibt das auf! Der hört gar nicht zu. Also die Waldpilz-Creme... Krieg von mir glatte 7 und Brokkoli krieg eine 4 von 10 und die Spargelcreme ist bei der 6. Gut, ich kümmere mich um die nächsten Suppen, sonst sitzen wir nämlich in 2 Stunden noch hier. Ich laber nämlich jetzt schon so lange und wir müssen hier mal Zucker reinkriegen in die Nummer. Was mache ich hier für Scheiße, ey? Hallo, Suppen sind kurz vor fertig und zwar haben wir hier... haben wir jetzt hier unsere ersten Vergleichsprodukte. Oh, ein blöden Stich direkt an der Hauptader am Bein. Meine Fresse juckt er. Also, wir haben jetzt hier haben wir unser Knorr-Produkt, hier haben wir unser Maggi-Produkt und hier haben wir unser Aromico-Hühnersuppe mit Nudeln. Hier haben wir Fadennudeln, 73%, Speisesalz, Zucker, pflanzliche Würze. Was heißt denn sowas bitte? Im Vergleich dazu nehmen wir uns mal ein Markenprodukt. Das hat 75% Nudeln, 2% mehr als das günstige Produkt. Macht aber ehrlich gesagt überhaupt keinen Unterschied. Dann haben wir hier aber Kochsalzersatz, Palmöl, Hühnerfett, Sellerie, Lauch, Zucker, Petersilie. Was haben wir hier?
Pastinakengranulat, Petersilie, Lauchstücke, Tomatenpaprika, Maisstärke, Hühnerfett. Also wir sind schon ziemlich nah dran, dass wir beim gleichen landen. Die Frage ist ja, wenn die Zusammensetzung, was so viel heißt, wie ist die Zusammensetzung im Ganzen, beziehungsweise was haben die aus der Zusammensetzung gemacht, beziehungsweise wie ist denn der Geschmack der Zusammensetzung? Denn selbst, wie wir jetzt, und da könnt ihr euch gerne ja mal meinen Currywurst-Test angucken, zum Beispiel Currywurst-Test ansehen, da haben wir gemerkt, dass wir bei denselben Produkten mit den wirklich komplett selben Angaben von Inhalt das komplett selbe Essen hatten. Das ist das, was interessant ist. Aber gut, genug gequasselt. Gucken wir mal, dass wir hier unser Süppchen einnehmen. Wir Alpenmäler. Ups, das kam von selbst. Ich habe mir jetzt eine Fassbrause zum Neutralisieren gestellt. Einmal abgespült. Ist noch ein bisschen was dran, damit es für euch auch ein bisschen eklig ist, ja? So, als erstes nehmen wir uns jetzt mal, naja, Maggi schreibt sie immer auf den Fahnen, die machen die besten, was habe ich mir da ins Gesicht gespritzt? Die machen die besten Suppen, dann wollen wir mal sehen, schauen wir mal. Wir haben jetzt hier die Maggi-Hühnersuppe, Großteil Nudelkäs, sehr großer Teil Nudel. Konsistenz ist suppig. Hab mir auch mal eine Scheibe Brot, ne? Und frische Löffel genommen. Und dann sehen wir uns mal an, was wir hier Schönes gezaubert haben. Wir haben so diese typischen grünen Schnitten drin, die Nudeln. Sieht gar nicht so lecker aus. Ja, die Nudeln sind noch hart. Geschmacklich haben wir hier, naja, durchaus kräftige Hühnerbrühe. Kannst du sagen? Wir haben ja wirklich eine. Ja, also, es ist. Mehr ist es ja nicht. Es ist ja eine Hühnersuppe, ist ja eigentlich nur eine Hühnerbrühe mit Nudeln. Wenn wir das auch Buchstaben holen. Wir haben jetzt hier. Geschmacklich ist es halt. Ist okay. So stellt man sich halt. So stellt man sich halt eine typische. Boah, hier, J. Stellt man sich eine typische. Ah, das ist. Mir gestern im letzten Mal mehr abgeklemmt, ewig. Eine bestimmte Position, ne? Nicht so viel Wichser, passiert da nicht. Also, typische Hühnersuppe, also eine Hühnerbrühe mit ein bisschen Nudeln drin. Ist das Brot gerissen? Ne? Ja, ich mal. Schlamperei. Jetzt unser Maggi-Produkt. Was zwickt denn da ewig? Das nervt. Ich hab ein Dreckstich Mistvieh. Ja, ey. Ja. Das ist okay. Ja? Jetzt nehmen wir uns mal Knorr vor. Ja? Ein Brotwitz ein bisschen. Ja. Nehmen wir uns mal so ein Knorrsüppchen vor. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt sehen wir, hier sehen wir nicht nur ein bisschen grün, so wie die anderen. Hier sehen wir auch ein klein bisschen rot. Ne? Rot, grün, große, kleine Schrippen. Das sieht also okay aus. Was mache ich hier eigentlich, ey? Ein bisschen nach nichts. Riecht ein bisschen nach nichts. Also müssen wir mal sehen. Interessant. Vollkommen anders als die Hühnersuppe von Maggi. Ehrlich. Wenn wir mal, ich esse das hier sowieso als einziger und seht ihr da hinten, da stehen noch ein paar kleine Töpfe. Ich schmeiße nichts weg. Ja, gegenüber dem Maggi-Produkt ist die Hühnersuppe von Knorr, komischerweise wieder, gegenüber von Maggi, hatten wir ja vorhin schon mal, ist Knorr intensiver, ohne wirklich mehr zu sein, weil viel mehr ist ja auch nicht drin. Aber hier ist es so, dass wir dann die, in der Bestandteilbeschaffung, haben wir hier in der Maggi Koriander, Pfeffer, Gemüse, Lauch, Karotten. Von Karotten hast du schon mal gar nichts gesehen. Aber wenn wir hier die Knorr haben, ist der Geschmack intensiver. Also es ist nicht so, dass du einfach nur denkst, oh ja, schmeckt auch nach Hühnerbrühe, aber ein bisschen besser. Nein, sondern was hier diesen intensiveren Huhngeschmack.
Du hast nicht so das Gefühl, dass du so eine Pulversuppe hast, sondern. Schau mal raus. Du hast wirklich das Gefühl, dass du eine anständige Hühnerbrühe hast. Nicht wie da. Das schmeckt einfach nur nach Hundefuß. Also einfach nur, da kannst du wirklich, bei der Hühnersuppe von Maggi kannst du wirklich, ist nur meine Meinung, ist klar, ne? Aber bei der kannst du dir auch eine Brühe nehmen und kannst dir deine kleinen Nüdelchen danach reichen. Mehr ist es für mich nicht. Also die schmeckt einfach nur nach Brühe. Und das hier schmeckt so wie ein, ich habe mich angebrätet. Das schmeckt so wie eine Hühnersuppe haben will. Und jetzt ist es spannend, ne? Wie schmeckt jetzt die Billige von Aromico? Toller Name. Okay, das Beste war wohl wieder ausverkauft, ne? So. Können wir uns jetzt hier die dritte geben? Ach, Teller ist noch nass. Und jetzt kommt die erschreckende. Boah, die erschreckende Aromico. Lass du da? Ich will Ruhe in der Aufnahme! Hier haben wir unser Aromico. Erstmal nehmen wir uns mal hier die Nudelchen mit. Ich glaube, mit den Nudeln, da tut sich bei keiner Suppe irgendwas, oder? Ich glaube, die Nudeln, das ist alles derselbe ausgelutschte Hartweißen, Grieß, Wichs, den du überall hast. Da macht, baust du ihn. Sieht okay aus. Und so, jetzt bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. Wird bestimmt sehr interessant. Oh. So, das sehen wir uns mal an hier. Das typische Nudelbild. Ist halt Hühnersuppe. Was soll das groß sein, ne? Oh. Ach, diesmal. Hab ich was falsch gemacht? Beutelinhalt 1 Liter. Hab ich doch. Ich hab ganz viel mehr gemacht. Also ist irgendwie so. Ja. Maggi-Suppe. Aber genauso. Also wirklich jetzt. Also für mich ist das Geschmack jetzt dasselbe. Die Knorr haut es wirklich raus. Also die ist wirklich so richtig lecker Hühnersuppe. Ja. Die ist richtig lecker Hühnersuppe und die beiden sind. Als wäre der einfach nur so ein. Wie sagt man es denn am besten? Als wäre der einfach die Brühe ins Wasser gefallen. So, huh! Ja, nicht positiv intensiver, aber naja. Aber die Sache ist, dass die andere Suppe ja Hühnersuppe nur die Hälfte kostet von dem, was Maggi kostet. Da ist es dann ein bisschen schwierig. Also, was können wir auswerten? Wir haben die Maggi-Suppe, die ist teuer und ja, ist halt nichts. Ne? Und wir haben die Aromico-Suppe. Die ist aber günstig und schmeckt eigentlich wirklich schlecht. Auch nicht schlechter. Wir haben auch hier, bei der Billing haben wir auch hier anständig schön große grüne, orangene Stippen, alles mit drin. Alles kein Problem. Vor allem in der Tütensuppe, die 39 Cent kostet, gibt es dir doch abends. Ist das Typische. Machst du morgens mal, wenn du Kater hast oder abends. Ist okay. Können wir so machen. Lass dich so stehen, ist okay. Also Maggi kriegt von mir 5 von 10. Die Knorr kriegt von mir, kann der maximal 8 kriegen. Für das, was sie soll, kriegt sie eine 8 von 10, ist super. Und die Aromico kann er bis 10 kriegen. Und kriegt von mir, ehrlich gesagt, eine ganz glatte 8. Ja, und jetzt kümmere ich mich immer um die nächste Suppe, bevor es noch dunkel wird. Hört ihr dieses Geräusch? Feuer! Ja, okay, das reicht. Okay. Platten können wir da raus, sonst kocht mir der übel. So, wir haben jetzt natürlich unsere weiteren Suppen fertig. Kleinen Moment. Penis! So, also, wir kommen jetzt zum fast letzten, worauf ich in meinem Leben drauf gewartet habe. Product Placement. Felddienst, bitte Geld an meine Adresse. Und zwar sind wir jetzt soweit
Zwiebelsuppe. Einmal von Maggi und einmal von Romico. Ja, das ist schon gedacht, ne? So, also, wir haben hier für Genießer. Mhm. Also, was haben wir hier? 48,2% Zwiebeln. Ich kriege jetzt schon Magenschmerzen. Als nächstes Stärke und Jodsalz. Zucker, Hefeextrakt, Palmenfett. Also, ich erinnere mich mal dran, da war so ein trocken Geschmacksverstärker vorher drin und sonst nichts. Jetzt tut ihr hier 100.000 Sachen rein. Alles, was Geschmacksverstärker ist, aber nicht laut Gesetz. Also jedenfalls haben wir aber Maggi und Aromico. Und schwarm Böses, wie es aussieht. Wir schwammen schon hier bei dieser Konsistenz. Die Zwiebelsuppe ist so leicht dickflüssig von dem Aromico-Produkt. Allerdings von Maggi ebenfalls, soweit ich sehe. Jetzt nehmen wir uns mal eine volle Testkelle, die ich da drüben liegen habe. Wieder einmal grob abgesplittert. Könnt ihr euch den Zipf noch mal angucken. So, als nächstes sehen wir mal. Wir nehmen uns mal unsere Zwiebelsuppe. Ich benutze gerne Zwiebeln. Das ist auch eins dieser Grunddinger, die man sowieso in jedes Essen packt, etc. Ist ja okay, ja. War so als Suppe. So diese leicht braune Konsistenz. Die ganze Bude stinkt, aber nicht angenehm nach Zwiebeln, ne? Also stinkt. Zwiebeln am Rand und so ist immer ganz angenehm. Boah, das sind sehr viele Zwiebeln drin hier. 48%. Finde ich gar nicht so schlecht. Schön nach Zwiebeln. Riecht so ein bisschen, als wenn ich gepupst habe und habe einen Tag vorher Sixpack Bier getrunken. Ja, also, jetzt hier dunkle Stippen und helle Stippen. Ist gar nicht schlecht würzig, kann man jetzt gar nicht meckern. Schlecht ist es schon mal gar nicht. Oh, doch, den kann man, die Würze, gerade diese, das, was man doch an Röstzwiebeln so liebt, dieser, ne? Genau dieser rauchige Geschmack, der ist schon mal ganz gut rübergebracht worden. In der Billigsuppe. Natürlich nehmen wir direkt zum Vergleich, einmal abdrückeln, nehmen wir jetzt die Markenware. Wieso vergleiche ich das nicht? Warum vergleiche ich so ein Schwachsinn? Ich weiß es nicht. Hier von der Zwiebelsuppe, die wird im Ganzen, Originalzubereitung natürlich, passendes Wasser und so, wirkt im Ganzen heller. Ich glaube, das seht ihr auch schon. Ne? Ist im Ganzen, so von der Farbe her, von der Farbgebung her, ist die im Ganzen ein bisschen heller und wir sehen auch nicht diese ganzen Stippen drin. Ja? Die wir jetzt hier bei der Aromico drin haben. Die finde ich geschmacklich immer. Die finde ich geschmacklich immer nett. Ist schön cremig. Kaufe ich mir noch. Zwiebelsahnehähnchen kann man damit auch super machen. Das sieht gut an. Aber jetzt müssen wir direkt mal im Vergleich mal die Maggi testen. Das ist, wie gesagt, die Konsistenz schon mal dünn, also dünner. Farbe ist auch generell heller. Und oh Wunder, wir haben hier, oh, das war heiß. Wir haben hier, hört man glaube ich nicht, aber wir haben hier knackigere Zwiebeln. Denkt man, das sind so speziell getrocknet. Und wenn die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, hast du hier das Gefühl, dass du so frische Zwiebeln hast. Das ist hier nicht so. Das ist hier halt so, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also, sagen wir mal, wir haben hier ein lascheres Gericht. Und bei der Zwiebelsuppe hier ist es so, dass du so ein richtig frisches Zwiebelgefühl hast. Ja. Wo du denkst, als wenn die Zwiebeln ganz, ganz frisch, einfach nur, ne, so ein kleiner Fond angesetzt mit ein bisschen Salz, Pfeffer. Nicht riesig Gewürz oder so. Schmeckt jedenfalls nicht so riesig nach Gewürzen oder sowas. Sondern so, als hättest du wirklich eine frische Zwiebelsuppe gekocht. Worauf die Aromico eher darauf abspielt, dass wir hier nicht so wirklich eine Zwiebelsuppe, sondern so eine Röstzwiebelsuppe haben. Wir haben auch sehr viele lunte Stippen drin. Doch, Röstzwiebel drin, oder? Kriegt gar nicht Scheiße. Verdickungsmittel, Zwiebel, Aroma. Ja. Zwiebel geschnitten, 40%, nicht schlecht. Yay.
Ja, das ist nämlich auch, was das ist. Hier haben wir Aromen. Aber hier haben wir auch wieder anständig Gewürze drin. In der Markengedönse. In der Markengedönse. Das ist schwierig. Also die Aromico, das ist jetzt einfach geklärt. Die Aromico schmeckt gut, aber wenn du die von Maggi gegessen hast, dann schmeckt die von der Aromico nicht mehr so gut. Also das ist noch nicht mal wirklich, das ist noch nicht mal wirklich vergleichbar. Ha. Das ist mit der Aromico nicht mal vergleichbar. Aber hier so diesen typischen Röstzwiebelgeschmack haben und haben dann noch so leichte Zwiebelstippen. Auch wenn die Menge gleich ist. Wobei wir dann bei Maggi eigentlich den richtigen Zwiebelgeschmack haben. Das hier schmeckt einfach nur nach, nimmst du ein paar Röstzwiebeln, knallst ein bisschen Brühepulver und so rein. Gut. Auf die Schnelle, für das Günstige eine 6 von 10. Und bei der Maggi muss ich sagen, die schmeckt einfach anständig frisch und kriegt von mir ihre 8 von den 10 Punkten, die sie kriegen kann. Dann können wir jetzt zum letzten Schritt. Ich freue mich, deswegen habe ich mir das zu dem Schluss aufgehoben. Zur Tomatensuppe. Ich habe sie kennen und lieben gelernt in Dosen. Ganz viele schlechte gegessen, ganz viele gute gegessen. Und jetzt ist die Frage, wird Maggi oder Aromico mich begeistert? Sehen wir uns das doch an! Ach nee. Oh, kann ich schon wieder zurück? Guten Tag! Wir sind jetzt bei der letzten Etappe angekommen. Ich kann es nicht mehr sehen, nicht mehr riechen. Hab mir noch den blöden Fuß eingehauen gerade. So, ja. Sind schon in der letzten. Aua! Oh, wurde wehgetan. Sind in der letzten Instanz und zwar. Ich spritze nie rum, mein Freund. In der letzten Instanz und zwar sind wir angelangt bei der Tomatensuppe. Die habe ich mir extra, wie ich ja sagte, für den Schluss aufgespart, weil ich dachte, das wird ein, ist ja widerlich, interessantes Vergnügen werden. Also das hatte ich mir sowieso schon gedacht. Und tja, sind jetzt fertig. Wir können den letzten Gang angehen, damit ich endlich aus der Nummer raus, hoffentlich. Gucken wir mal. Sieht gut aus. Da hinten spritzt das ein bisschen rum. Aua, Fatze, ey. So. Wundervolle Platte, alte Rotze. So. Also, wir haben jetzt. Irgendwas stinkt hier komisch. Ich weiß nicht, welche Suppe es ist, aber irgendeine riecht wirklich unangenehm. Also, wir haben hier, wie man sieht, die dunklere Aromico-Soße und haben hier etwas hellere. Tja, zum Vergleich sehen wir uns das mal an. Ganz wichtig, wie immer ist, nehmen wir unsere Chipkelle, du Fotze, hast du gesehen? Und nehmen uns erstmal die Aromico vor, denn die ist komischerweise gegenüber dem Markenprodukt anders, denn wir haben hier in der Tomatensauce, und ja, tut mir leid, es gab jetzt nur diese Tomatensauce, Suppe, Tomatensuppe mit Reis, aber das macht keinen Unterschied. Wir werden hier nicht den Reis. Wie viel Reis haben wir überhaupt? Tomatenpulver 27%, vorgekocht Reis 20%. Palmfett, Maisstärke, pflanzliche Würze, Verdingungsmittel, Xanthan, Aroma. Also letztendlich ist bei Aromico auch wirklich viel Aroma drin. Warum? Aromastoffe. Und natürliche Aromen, wie die Leute es gerne nennen. Aber gut, das sehen wir uns dann mal an. Neuer Löffel, neues Glück. Und dann sehen wir uns mal an, was wir hier haben. Sieht ganz okay aus. Hier, guckt dann ein bisschen lauer. Beamer, schön cremig, kann man nicht sagen. Jetzt haben wir hier unsere. Bevor ich versage, ich probier's. Hier ist wohl ein Unfall passiert. Hier ist wohl ein kleiner Unfall passiert. Wir würzen mal einmal nach, wie ich das ja vorher auch in einer anderen Suppe machte. Und so, um zu gucken, jetzt kann es mit Salz besser werden, weil wenn es mit Salz nichts wird, wird es nie was. Also,
Probieren wir es dann nochmal mit Salz. Sehr schön zähflüssig ist es ja, muss man dazu geben. Ja, Konsistenz ist okay. Also, der Reis ist schon mal scheiße. Der schmeckt trocken, obwohl er in einer Flüssigkeit ist. Und es schmeckt null wie eine Tomatensuppe. Warum schmeckt es null nach Tomatensuppe? Es schmeckt noch nicht mal nach Tomatenmark. Es schmeckt rein, wirklich rein nach, es schmeckt wirklich nur nach Tüte. Also das ist scheiße. Das ist nicht von wegen, nein, ist jetzt nicht so gut. Nein, das ist scheiße. Das schmeckt nach purem Pulver. Es schmeckt so, als hättest du wirklich so, ja, nimm mal hier, mach mit dem Pulver rein. So, mach mal ein Liter Wasser drauf. Reicht nicht? Ja, mach noch ein Kilo Pulver rein, weißt du? Also das ist, Also Romiko, auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, da kriegst du leider nur zwei Punkte von mir. Weil erträglich, aber scheiße. Da haben wir hier so eine schöne Creme. Wenn ich schon die Farbe dieser Suppe mir hier so ansehe, seht das ja auch. Wenn ihr euch immer die Farbe anseht von dem Zeug, das ist erotisch. Da würde ich jetzt, ne, ja, ganz schnell die Hose wieder zu machen. Ganz schnell die Hose wieder zu machen. Wir haben das denn? Oh Gott. Und jetzt, wenn ich jetzt nicht vom Hocker gehauen werde, dann fick ich hier. Lass gut sein. So, Konsistenz und so. Sieht gut aus. Das sieht appetitlich aus. Frage ist jetzt, wie schmeckt's? Und das schmeckt auch nicht. Keine Ahnung. Hier sind ja auch so Schlitten. Ne? Das sollen so Tomatenschlitten sein. Ja, Pulver! Bleh. Feierabend. So. Jetzt geben wir die hier noch an und dann ist Feierabend. Vielleicht habt ihr was aus dieser kleinen Unterhaltung hier zwischen uns mitgenommen. Was ihr euch mal testen könntet. Was Fertigsuppen angeht. Cremig, dezent. Sehr cremig. Ist das eine Cremesuppe? Nein. Jedenfalls für Genießer. Und hier geht es ja auch mit dem Geschmack noch 30% Tomaten. Da haben sie getrocknete Klamotten mit Tomaten und so reingetan. Das ist nämlich die Sache. Bah! Besser. So, Hefeextrakt, Sonnenblumenöl, Milchzucker, Aromen mit Milch, Schmelzkäse, Zwiebeln, Kräuter, Basilikum und so weiter und so weiter. Also. Geben wir uns das mal richtig schön groß in den Mund. Das ist Geschmack. Das ist Geschmack. Das ist Geschmack, du Pisser. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ach ja, die hier. Wie kriegt ihr da verdiente 8? Habe ich einen Bart? Die kriegt ihre verdiente 8. Probiert es doch auch mal aus. Oder macht einfach mal was. Scheißegal was, einfach machen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich muss jetzt noch ganz viel Suppe, ich möchte eigentlich was einfrieren, noch was essen. Hoffe, war halbwegs unterhaltsam, für euch auch, für mich sowieso. Ich darf jetzt wieder die Küche renovieren, da werde ich mich wahrscheinlich von dem ganzen Essen noch irgendwann übergeben müssen. Und dann wird es ein schöner Tag. In diesem Sinne, sehen wir uns im nächsten wieder, wa? Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.